One, two, three, four. Okay, das ist ein Step Kong und eine Variation davon. Und ich zeige euch den mal langsam. Wir haben ja verschiedene Schläge. Ich spiele den erstmal langsam. Okay, also von vorne, wir gehen einzeln durch. Haupthand, meine rechte Hand, beginnt im Bass. Nächster Schlag auf die Höhe. Das sind die ersten drei Schläge. Okay, weiter geht's. Also, 1, 2, 3. Der vierte Schlag ist ein geschlossener Bass. Das heißt, du lässt die Hand liegen. Und der fünfte Schlag ist ein Slap. Eine kleine Peitsche, aber ohne großen Knall. Ja? Ein kleiner, wie so ein watschiger Waschlappen, so watsch. Ja? Also machen wir die ersten fünf Schläge nochmal. Nochmal. Noch einmal. So, und weiter geht's. Das sind die fünf. Also, din, da, da, din, da, din, da, din. Sechster Schlag ist ein offener Bass, wieder mit der Haupthand. Eine Höhe, siebter Schlag, achter Schlag, ein geschlossener Bass, neunter Schlag, letzter Schlag, wieder die Peitsche oder Slap genannt oder Waschlappen. Obwohl Waschlappen ein bisschen waschig klingt, ja? Hat schon ein bisschen mehr Pfeffer als ein Waschlappen. Also insgesamt. Mehr Tempo. Alright. Diese Slap Kongs sind sehr schöne Rhythmen, die sich sehr gut zu anderen, zu Grund- und Aufbaurhythmen sehr gut dazu spielen lassen. Ja? Du kannst sie auch einzeln stehen lassen und dann natürlich was draus machen. Aber so von der Tönhöhe und von der Art und Weise, von der Intensität, ja, ist es mehr ein Rhythmus, der sich dazu gesellt zu anderen. Ja. Es ist ein lustiger Rhythmus, ein Rhythmus, der Freude in sich hat. Ja. Alright, dann viel Spaß beim Probieren mit diesem schönen Rhythmus und einen schönen Tag euch.